Was ist denn hier links? Das sehe ich auch jetzt erst. Ist hier vielleicht noch ein Dungeon? Kann das sein? Was habt ihr hier geplant? Lieber Entwickler, was hast du denn hier schon wieder ausgebockt? Das sehe ich wirklich zum ersten Mal. In Diablo 1 gab es das hier gar nicht. Da waren hier Felsen und dann war Schluss. Da ging es nicht weiter. Was zum Teufel? So, warte mal, den Wegpunkt. Warte mal, wir haben noch den Wegpunkt. Wir können auch noch von Süden kommen. Scheiße, wir haben den Wegpunkt nicht. Wieso haben wir den Wegpunkt nicht? Wieso haben wir den Wegpunkt nicht? Oh Mann, ich dreh durch. Down to Caves. So, versuchen wir es nochmal. Wir müssen ihn austricksen. Der ist verdammt schnell, aber wir können ihn austricksen vielleicht. Okay, wir rennen, wir rennen, wir rennen. Einfach mal in viele Mobs rein. So, wir sind wenigstens den Typen mehr los. So. Nein, da ist er! Ich hasse dich! Boah, du bist so auf Crack! Der Schmied. Deswegen der Amboss. Na gut, jetzt ist er hier hinten. Es macht keinen Spaß mehr. Es macht wirklich keinen Spaß mehr. Das ist zum Beispiel sowas von übertrieben. Das ist einfach nur übertrieben. Ich brauche den Wegpunkt. Auf jeden Fall. So, können wir die Tür noch zumachen? I shall crush you. Der läuft automatisch rein. Er kann die Tür aufmachen. Ja, natürlich! Das können wir knicken, Leute. Ich kann nichts machen. Ich kann mich heilen, wie ich will. Ich komme ja kaum zum Schießen. Und dann habt ihr natürlich die KI noch so schlau gemacht, dass der drumrum läuft, die Tür öffnet und man null Chancen hat gegen den. Oh, ich hasse euch. Sorry, aber wirklich, das geht so nicht. Wie willst du nur das schaffen als Bogenschützen? Als Magier kannst du vielleicht noch irgendwo dich hin teleportieren. Aber ich kann hier gar nichts machen, ich kann hier null. Ich kann nur meinen Bogen benutzen, wenn der herumrennt wie so ein abgestochenes Vieh und immer schneller ist als wir. Was wollen wir denn da machen? Wir können da gar nichts machen. Ich schnapp mir jetzt einen Teleporter und dann Schluss, aus. Dann lasse ich die Scheißquest offen. Das ist doch sowas von dumm. Wer baut denn so eine Scheiße? Das ist so unfair. Guck mal, als Krieger vielleicht kriegst du es noch hin. Vielleicht. Aber hier als Dingsbums, als Bogenschütze, null Chance. Kannst vergessen. So, der hängt jetzt da drinne. Und der kommt jetzt uns sowieso hinterher gerannt, weil er immer weiß, wo wir sind. Ach, da ist er ja schon wieder. Nee, wir müssen abbrechen, Leute. Wir müssen abbrechen. Wir müssen hier abbrechen, sorry. Ich kann so nicht weiterspielen. Ich werde jetzt hier einen Schnitt machen, beziehungsweise ich werde jetzt hier komplett beenden. Und dann restartet sich das alles wieder und wir fangen dann hier wieder in diesem Bereich an. Ich weiß nicht, ob wir dann direkt zu Level 10 kommen, aber das mit Anvil of Fury, das müssen wir irgendwie verschieben. Ich werde mir dann nur den Teleporter holen und dann überlege ich mir irgendwas. Auf jeden Fall so nicht möglich zu schaffen. Ihr habt gesehen, vor allem ist es so unfair, dass der immer weiß, wo wir sind und immer zu uns hinkommt. Musste jetzt mal gesagt sein. Also dann, nicht schlechte Laune bekommen oder so. Wir sehen uns gleich wieder oder in einem nächsten Part. Bis dann. Tschüss. Und Tete Bete, da sind wir wieder. Nach meinem kleinen Rage-Quit, den ich eingelegt habe. Das war aber auch ein Arschloch. Ganz ehrlich, der Smith, es ist einer wohl der schlimmsten Gegner, die ich je begegnet bin. Und hier musste ich wirklich mal die weiße Flagge hissen. Weil es einfach keine Möglichkeit gab. Also,
ich wusste nicht, wie ich ihn besiegen sollte. Deswegen werden wir es vielleicht heute nochmal versuchen. Wir gehen jetzt erstmal in den Cave rein. Währenddessen kann ich euch erzählen, was ich ein bisschen so rausgefunden habe. Also ich habe überlegt, ich habe mir auf jeden Fall den Kopf... Hot down here. Oh, warte, der schießt gleich auf uns. Am besten schnell mal platt. Oh nein. Was sieht's denn hier aus? Oh Gott. Mein CD lädt so komisch. Lädt der irgendwas Großes? Nein. Geh weg. Da ist ein Boss dabei, ja? Nee, ein Champion. Nee, ein Boss. Ich komme hier nicht durch. Was, Demon Kane? Achso, das Brain. Demon Brain. Stimmt, das Gehirn, das mussten wir auch noch zurückbringen. Und? Warte. Komm schon. Ein Glück, dass wir so leichtere Resistenz haben. Demon's Brain. Da können wir endlich den Trank kriegen. Also es gibt auf jeden Fall... Ich habe auf jeden Fall mir ein bisschen den Kopf gemacht, wie wir denen eigentlich beikommen können. Natürlich ist eine der Möglichkeiten, leveln, noch stärker werden. Andere Möglichkeit wäre, dass wir ihn, wie gesagt, austricksen. Das Problem war ja, wir konnten nicht einen Treffer landen auf ihn. Noch eine Möglichkeit wäre der Einsatz von Magie. Aber wie gesagt, das Problem ist ja, wir können ihn teilweise gar nicht irgendwo reinlocken. Halt ich erstmal was trinken. Was? Feast the Dark. Schon wieder ein Boss. Ist das nicht ein bisschen seltsam, jedes Mal, wenn ich eine neue Aufnahme starte, dass erstmal 5000 neue Gegner und Bosse auftauchen? Die warten alle auf mich. Ich habe hier wirklich leichtes Ruckeln. Das nervt mich gerade ein bisschen. Es liegt aber nicht am Spiel, es liegt diesmal an der CD. Aua. Ich hätte sie, glaube ich, erstmal sauber machen müssen. Ah, das nervt mich mit der CD. Vielleicht muss ich mir wirklich mal so ein, eine Möglichkeit suchen, wie ich ohne CD starten kann. Ist ja aber auch nur bei dem hier. Bei den Original Diablo brauche ich komischerweise keine CD. Bei Beelzebub brauche ich eine CD. Da ist das irgendwie nicht integriert. Wobei ich mich sowieso frage, was der überhaupt braucht. Weil Videosequenzen braucht er nicht unbedingt laden. Die, bis wir überhaupt die Schlusssequenz anzeigen können. Oh Gott. Wird das bestimmt noch eine Weile dauern. So. Die Sache war ja, wir könnten nicht uns in Räume verstecken, weil er immer wieder zur Tür findet. Dann können, ist es egal, in welchem Bereich wir im Level sind, er wird uns finden. Da habe ich natürlich aus Neugier und ich wollte ja unbedingt wissen, ob es wirklich eine Möglichkeit gibt, wie man ihm vielleicht doch beikommt. Auf normalen Wege. Einfach mal testweise gegoogelt. Also jetzt nicht nach einer Lösung, sondern nach einem Video. Wollte mal sehen, wie sich andere Spieler so schlagen bei dem. Aber was ich da entdeckt habe, hat mir überhaupt nicht gefallen. Denn es gibt noch eine Möglichkeit, wie man ihn besiegt ohne Probleme. Also wirklich easy going. Aber das ist für mich, ich weiß nicht. Es ist für mich teilweise Cheaten. Wobei es ja nicht gerade gescheatet ist. Also, das ist schwierig zu erklären. Es ist auf jeden Fall totaler lame. Weißt du, da rühmen sie sich immer meistens die Spieler mit so einer Scheiße. Dass sie irgendwie die Spielmechanik oder einen kleinen Trick gefunden haben. Womit sie Gegner besiegen ohne Gegenwehr, was jeder kann. Also ich finde, nur mal klarzustellen, ich bin kein Neider, ich bin auch kein Hater. Ich finde, was erspielt ist, ist nur dann erspielt, wenn man dementsprechend selbst auch Probleme dabei hatte. Also man muss, wenn man was erspielt hat, sich auch angestrengt haben. Etwas, was jeder andere nachmachen kann, weil er genau dasselbe, dieselbe Mechanik benutzt, ist für mich nichts erspielen. Das ist einfach nur Tricks. Das ist, ich weiß nicht, mir fällt gerade kein Beispiel ein. Mit meinen super geilen Beispielen. Alter, was ist denn hier los? Hier sind so viele Viecher. Ich nehme mal nicht auf die Nerven. Immun gegen Magie. Stimmt ja, die waren immun gegen Magie. Aber ein Glück, dass wir den überkrassen Bogen haben. Halt mal verteilen. So. Oh, noch ein Boss. Was steht da? Was stand da? Der hat ein Fire entstanden. Wahrscheinlich macht der Feuermagie oder so eine Kacke.
Oh. Nee, er explodiert einfach wie ein großer Popel. Ja, also es ist, mir fällt gerade, wie gesagt, kein Beispiel dafür ein. Die Sache ist einfach, es ist wirklich lame. Und ich will so nicht gewinnen, weil, ich weiß nicht, andere würden jetzt sagen, du bist doch dumm, mach's doch, wenn du eine Möglichkeit findest. Ich könnte es euch, wie gesagt, zeigen. Die Sache ist ja, sobald wir den Kampf mit ihm starten, müssen wir ihn auch schaffen. Das Fungeltum, Atom, das können wir nicht nehmen, das haben wir ja schon genommen. Aber wir werden das Gehirn auf jeden Fall zurückbringen. Ist auch noch einer? Weg mit dir. Ja, also mich hat selbst geärgert. Ich habe mir das in der Aufnahme noch angeguckt, wie der Kampf so gelaufen ist. Natürlich habe ich wirklich sehr überreagiert. Aber der hat mich aber auch zur Weißglut gebracht. Hier, in solchen Räumen zum Beispiel kann man sich einfach nicht verstecken. Wir haben aber teilweise, können wir doch die Umgebung zunutze machen. Denn, guckt mal, wir haben hier überall Lavaflüsse. Und wir haben einen sehr nützlichen Zauber. Den haben wir nämlich schon fast gar noch nie eingesetzt, glaube ich. Der nennt sich Warp. Doch, den haben wir schon einmal eingesetzt, wa? Ja, stimmt, da sind wir ja in der Chamber of Bone auf einmal gelandet. Beste wäre natürlich Teleport, aber wir haben Phasing und Warp und wir könnten uns, wenn wir Glück haben, genau an einer Position teleportieren, wo er erstmal nicht rankommt. Das heißt, er müsste drumherum gehen und wir hätten Chancen zu fliehen. Beste wäre natürlich Hat der jetzt gerade durch die Wand geschossen? Wo kam jetzt gerade die Tür her? Irgendwie habe ich gerade ein Türgeräusch gehört. Können wir hier rüber? Ach, hier ist eine Lücke drinne. Das sah nur so aus, dass er durch die Wand geschossen hat, aber er hat eigentlich nur von hier hinten geschossen. Ich will eigentlich mal ganz kurz Ruhe haben, damit ich mal in Ruhe aufsammeln kann und vielleicht nochmal hier ein bisschen den Anfang checke. Aber ich komme ja von einem Kampf in den nächsten. Hallo? Rennst du mal nicht weg? Ah, da ist schon der Nächste. Der Gargo, den treffe ich nicht. So, der ist down. So, jetzt. So, da gehe ich später hin. Ich gucke mich erstmal hier oben um. Ich wollte erstmal sehen, was hier drüben liegt. Hier so hinter dem Fluss so packen, das wäre nicht schlecht. Jetzt muss ich überlegen, der war ja in der nächsten Ebene. Und wir haben ja den verdammten Teleporter nicht gekriegt. Ach, wir kommen da jetzt gar nicht hin. Na toll. Ja gut, dann gehen wir hier so rum. Unten lang, unten lang. Ah, da kommen sie schon. Die Gegner, gegen die habe ich wirklich nichts. Das ist wirklich, das sind keine schlimmen Gegner. Da ist glaube ich schon wieder ein Boss gewesen. Warp. Na, wie gesagt, Warp bringt uns nicht so viel, weil der immer uns nur zwischen den Eingängen hin und her beamt, der am nähersten steht. Von überall. So, wo ist der andere? Der war doch hier gerade, da hinten. Hier genauso, das sieht auch gut aus. Das Problem ist, dass er auf dieser Ebene nicht sein wird. Was meint Mace? Was ist denn das? Nehme ich mit. Könnt ihr nicht tragen. Ich will Mind Mace. Was ist Mind Mace? Verdammt, wir können es nicht lernen. Schade. Hätte mich jetzt sehr, sehr interessiert. Also, schon wieder eine neue Fähigkeit. Vielleicht müssen wir mal wieder auf Maggi mal trainieren. Und wisst ihr, das ist. Können wir sogar machen, weil. Guckt mal auf unseren Erfahrungsbalken. Wir sind gleich Level up. Level up! So, jetzt machen wir den noch down. Dann skillen wir. So, wie viel brauchen wir denn für Mind Maze? 72. Warte mal kurz. Da ist noch einer am Rumwuseln. So. Verdammt, wie viel haben wir denn? Ich sehe es nicht. Wir haben ja ein bisschen mehr als 30. Aber ich setze einfach mal Magie rein. 52. Na toll. Da kommen wir jetzt ewig nicht hin. Beste wäre wirklich Magie, weil Magie wird irgendwann doch wichtig, denke ich mal. Ich habe mich natürlich nicht spoilern lassen. Ich gucke mir zum Beispiel selten Videos von anderen Spielern an. Weil viele vergleichen ja dann immer. Und ich mag das überhaupt nicht. Ich will ja für mich spielen und nicht für andere. Ja gut, für euch liebe Zuschauer spiele ich natürlich auch. Aber ein Großteil spiele ich für mich selbst.
Mich interessiert so ein Wettlauf nicht. Mich interessiert nicht, dass da einer Diablo in, was weiß ich, in ein paar Stunden durchgespielt hat. Na, nicht mal Stunden, ich glaube, mit ihren Tricks, wie gesagt, kommen ja die meisten Spieler ja schon in Minuten hier durch. Und das nennt man Weltrekord, ne? So, Cap. Hier ist nichts drin. Gut. Da geht es wieder zurück. Ja, da geht es wieder zurück. Die großen Treppen, die führen ja immer wieder hoch. Die kleinen Treppen, die gehen immer wieder runter. Spiritual. Achso, und ich habe auch bei den Schreinen geguckt, weil es gibt ja eine Liste im Internet, wo man die ganzen Schreine anguckt. Diese Schreine hier sind nicht mehr vorhanden, die Spiritualteile da. Da muss ich es separat suchen. Da habe ich mir aber jetzt nicht so befasst, weil die anderen Schreine, die ich gefunden habe, sind vom Originalspiel. Alter! Oh Mann! Fängt ja schon wieder gut an hier. Erstmal die Gargoyles weg. Die Berserker sind nur im Nahkampf, denke ich mal, so schlimm. So, erstmal den hier weg. So, erste Welle. Oh oh. Bleibt mir fern. Ja, bleib so. Mach diese komische... Und ich laufe volle Kanne rein. Large Eggs. Wir haben viel zu viel Zeug. Ding mir weg. Large Eggs rein. Dann nehmen wir nur das Gold mit und dann teleportieren wir uns kurz wieder zurück. Wir haben ja hier schon wieder sehr viel gemacht. Wir müssen auf jeden Fall, wie gesagt, wir können es mal gegen Smith versuchen, aber da müssen wir vorher die gesamte Umgebung clearen, dass ich Platz habe. Ihr habt ja gesehen, das war richtig unvorbereitet, weil ich es ja nicht erwartet habe. Wie gesagt, ich habe mich ja nicht spoilern lassen. Ich bin nicht einer der Spieler, die ja schon wissen, was los ist. Da gibt es echt seltenere Spiele. Und so ein neues Spiel für mich ist ja immer was Schönes. Da seid ihr natürlich, für die Leute, die natürlich den Mod kennen, die sind natürlich, die haben ein breites Grinsen auf dem Gesicht. Die freuen sich, die denken sich, ach, tja, jetzt kommt er ja an dieser Stelle, mal sehen, was er da machen wird. Hello, tja, habt ihr gesehen? Seid ihr jetzt zufrieden? Ach, Mann. So. Vor allem, wir kriegen so viel Geld und was bringt's uns? Eigentlich nichts. Schade. So, viel zu Magie. Hier haben wir Resistenz zu allen und mehr Armor. Hier haben wir auch zwei Resistenzarten. Wegen der vier Magie mache ich es nicht. Dexterity Minus. Wozu gibt's sowas? Wozu gibt's solche Bücher? Verstehe ich nicht. So, das können wir bei Adria verkaufen. Das Gehirn müssen wir beim Healer abgeben. Einen besseren Bogen als den kriegen wir, denke ich mal, erstmal nicht. Hier sind noch Amulette. Oh, wir haben schon über 100.000. So, jetzt geben wir erstmal das Gehirn ab. Jetzt geben wir uns erstmal unser Gehirn ab. This is just what I had in mind. Ja, ja, jetzt kriegen wir erstmal den Trank. Jetzt gehen wir erstmal zu Adria, erklären ihr, dass wir den Trank gekriegt haben. Und damit ist die Quest mit dem Black Mushroom beendet. Dann bleibt ja nur noch das mit dem Anvil of Fury. Warte. Ja, Anvil of Fury ist noch drin, ist ja klar. Wir können ja versuchen, den Amboss zu klauen und abzuhauen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ah, das wäre auch ein bisschen feige. What? Now you bring me that elixir from the healer? So, ich glaube, die hat das gefinished. Also mit der Finish-Karte. Only available to current character. Quest item. Add 3 points to all character base attributes. Ach, 3 Punkte in Attributen werden erhöht. Das ist sehr gut. Warte mal, das können wir mal angucken. Zack. Ah, schade. Die sind noch nicht ein bisschen höher geworden. Aber wenn wir unsere Werte angucken, die sehen doch super aus. Und wenn ich überlege, damals mit Igor, da waren wir schon ähnlich mit den Stats. Waren wir schon sehr weit, genauso weit, denke ich mal. So, ich glaube, ich verkaufe erstmal genug Getränke, haben wir ja in der Hölle. Im Cave, sorry. Aber bis jetzt hat sich noch keiner dazu geäußert, dass es irgendwie falsch ist, dass ich das immer Hölle nenne. Im Grunde ist es doch die Hölle, oder nicht? Ne? Hab ich recht? So. Neue Bücher. Lightning. Kameportal. Telekinese. Shagebolt. Alles schön erhöhen. Jetzt haben wir natürlich wieder ein bisschen Geld verbrasselt.
Aber dafür ist unser Townportal jetzt billiger geworden. Lightning ist stärker geworden. Change Bolt werde ich wahrscheinlich nie wieder einsetzen. Ja, so Magie wäre nicht schlecht, wenn wir die wirklich stark genug machen. Wir haben ja auch ganz schön viel. Warte mal, da ist Phasing. Phasing können wir nutzen. Den Golem zum Ablenken bringt zwischendurch auch nichts, aber bestimmt in Sekunden zerfetzt. Einfrieren wäre noch eine Alternative, was ich glaube ich auch nicht denke, dass es was bringt. Ja, naja, egal. Schauen wir mal, wie es wird.